Florian Silbereisen, weiß RTL mehr als das Erste? Für den 15. Januar 2022 sind die Schlager-Champions mit Florian Silbereisen angekündigt. In Pandemiezeiten ist es allerdings immer schwierig zu planen, erst recht, wenn Kommunikation von den Machern als etwas ganz Böses angesehen wird. Ob die Show wie geplant ausgestrahlt wird, bleibt abzuwarten. Wir haben eigentlich vermutet, dass die Entscheidung noch lange nicht gefallen ist, aber Obacht! RTL gibt ein klares Signal pro Schlager-Champion. Würde die traditionsreiche ARD-Show auffallen, könnte man die ARD-Serie starten. Nun gibt es anders als in den Vorjahren und Beginn des Jahres zweimal die Show. Denn wir wissen nicht, was passiert mit Thomas Gottschalk, Günther und Barbara Schöneberger. 8.1.2022 15.1.2022 womöglich in direkter Konkurrenz zu den Schlager-Champions. Folglich, das ist eine Vermutung von uns, die aber naheliegend ist, könnte die Serie in diesem Jahr am 22.1.2021 starten. Bleibt zu hoffen, dass das DSDS ohne Dieter Bohlen nicht ähnlich erfolgreich sein wird wie DSDS ohne den Titan. Es bleibt spannend.